Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, bin ich jetzt auf dem Weg zum Fahrrad, um da den einen Zahn noch rauszuholen. Und dann mal gucken, hier wird mir auch einer angezeigt. Nur die Frage, wo? Oh, ich habe so eine Befürchtung. Der wird mir hier angezeigt. Er könnte oben auf der Lampe sein. Oder auch nicht. Hier ist er schon nicht mehr. Doch, der könnte auf der Lampe sein. Müssen wir mal hochfliegen. Müssen wir mal gucken. Oder er ist in der Larvenhöhle. Da ist doch auch hier schon der Eingang. Hm. Doch, da oben ist er. Ach, wieder sowas. Ah, wir haben aber noch... Ah, hahaha. Wir haben die Pilztreppe doch dabei. Beziehungsweise die Pilzziegel. Mal gucken, können wir da oben anklippen? Jetzt musste ich gerade überlegen. So, also, wir brauchen Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Einmal Pilze. Nee, geht nicht. Ungültige. Das heißt, ungefähr einmal hier hin. Könnte. Ah, nicht ganz. 2, 3 vor. Das heißt, wir machen die Treppe in etwa... Ach, shit, so geht das nicht. In etwa Höhe auf... Ja. So in etwa auf die Höhe von dem trockenen Gras. Dann müsste das doch... Auch nett. Ja, dann machen wir das so. Sieht zwar komisch aus, ist aber so. Bauen wir dann auch wieder ab. Brauchen wir nämlich nicht. Wir brauchen ja auch die Teile fürs Fahrrad. Aber cool, dass hier jetzt auch schon wieder ein Zahn auftaucht. Wir kriegen doch noch unsere Zähne hier zusammen, oder wie? So. Einmal hoch, Zahn holen, Treppe wieder abbauen. Mann, man kommt hier zu nichts, oder? Egal, was man plant. Immer wieder kommt was dazwischen. Immer wieder. Aber gut, hier den Zahn haben wir. Jetzt können wir wieder alles zack, weg. Und weg. Und weg. Und der auch weg. Und weg. 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 Und weg. Das ist praktisch, wenn man Pilzziegel einstecken hat. Das ist immer gut. Aber ich glaube, nachdem wir den Zahn vom Fahrrad geholt haben, können wir erstmal heims Inventar leer machen. Weil wir sind so proppevoll jetzt noch nach dem Sandkasten und allem. Das ist schon brutal. Ich wüsste auch nicht mehr, was man noch irgendwie wegwerfen kann oder... Ja. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Fahrrad. Mal gucken, ob wir an den Zahn Jump'n'Run-mäßig drankommen oder ob wir doch letztendlich uns dann da hochbauen müssen. Werden wir dann gleich sehen. Aber ich glaube, Jump'n'Run, keine Chance bei mir. Wie viel haben wir denn eigentlich? 8 Stück mittlerweile schon. Wow, mit dem da oben sind es dann 9. Ja, haben wir schon wieder. Einen großen Teil einkassiert. Das ist schon mal sehr geil. Ja komm, nerv doch nicht. Hier ist auch noch ein Scap. Hier ist noch ein Scap. Ach, der ist hier unten in der Höhle, ne?
Na komm. Das Problem ist, das geht sonst wieder alles vergessen. Deswegen holen wir den jetzt gleich. Ja, mit vollem Inventar. Mann. Das ist doch Kacke. Finde ich nicht in Ordnung. Na komm her. Nur gucken, wo der blöde Skat war. Ich glaube, da oben drauf. Oder auch nicht. Der muss doch hier sein, oder liegt der hier drunter? Irgendwo muss hier ein Skep sein. Bin ich doof? Was haben wir denn eigentlich hier für eine blöde Ecke? Ja, mit dem Skep gibt es noch einen Trick. Den machen wir jetzt gleich. Das kann weg. Die können doch auch weg. Ich muss mir ja ein Bettchen bauen. Nehmen wir die mal mit. So, und jetzt mit dem Skep tricksen wir mal kurz. Wir machen einfach mal das Licht aus, weil dann sieht man den grünen Leuchten. Aber hier ist er nicht. Ist er doch im anderen. Ne, hier ist weit und breit keiner. Ist er doch hier neben im anderen Gang. Okay. Ah, hier nochmal Müll. Das kann sein, dass er hier nebendrin ist. Das heißt, dann sprengen wir das Ganze mal auf. Verkloppen mal hier kurz die Termiten. Wir wollten eigentlich nur einen Zahn holen. Mann, oh Mann, oh Mann. Immer wieder was anderes. Das Gute ist, die Termitenbrocken sowie die Ameisenlöwenbrocken geben gleich wieder Reparaturkleber. Oh, ein lilaner. Den holen wir uns gleich. Und dann muss ich doch irgendwie Müll machen. Muss ich mich doch von irgendwas trennen. Also ich sag's mal so rum, es wäre... Oh, die macht Explosion. Jetzt hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier liegt nichts mehr. Nee. Na, dann kommt her. Ihr kriegt alle eure Prügel. Ja, mitten rein, ne? Mitten rein, so kennt man es ja. Die machen mir zwar keinen Schaden, aber die machen mir meine Rüstung kaputt, die Spiegel. Ja, jetzt kommt der schon wieder. Dann, wenn ich ihn nicht brauche. Immer am Ende, ne? Immer am Ende. So, jetzt müssen wir gleich nochmal das Licht ausmachen, um den Skep zu sehen. Ah. Ich habe nämlich gerade schon gedacht, war da nicht einer unter dem Stein irgendwo? Also, wir haben den Skep. Dann können wir jetzt ganz in Ruhe unser Zahn holen. War das nicht die Witwe hier? Nee.
Ach nee, das war der Rundgang. Oh, okay, ja. Ah ja, okay. So, den Helm gleich wieder weg. Der ist gleich wieder in den Müll. Jetzt gehen wir unseren Zahn holen. Und dann lassen wir uns bestimmt wieder von irgendwas anderem ablenken. Ist ja immer so. Irgendwas ist doch immer. So, zack. Einmal da hoch. Jetzt haben wir den Nashornkäfer wieder am Bobbes. Aber der ist nicht lila, den lassen wir leben. Moin. So, jetzt erstmal gucken, wo der Zahn war. Stimmt der nicht da oben irgendwo drin? Gucken wir gleich. Fliegen wir mit der Fliege mal hoch. Fliegen wir mit der Fliege da hoch. Da sitzt er drin. Nee, Jump'n'Run mache ich keins. Da habe ich keine Lust drauf. Das heißt, wir müssen da ungefähr ankommen, oder? Ah, das ist... Wollen wir erstmal Jump'n'Run probieren? Ich habe zwar keine Lust, weil das funktioniert eh nicht. Aber das Bauen ist ja auch nicht so einfach. So, das heißt... Ich glaube, mit dem geht das nicht, oder? Komme ich da unter dem Rostigen durch? Ja. Sehe ich es nur schon so kommen, dass wir da irgendwie nicht hochkommen. Warte mal, bevor ich jetzt einen Fehler mache und das Ganze wieder runterklatsche, macht es Sinn, hier drüben auf den Träger. Weil ich glaube, von hier aus, ich könnte noch probieren, hier drauf und dann da hoch zu jumpen. Aber ich glaube, einfacher wäre es, wenn ich schaffe, hier rüber zu kommen, auf den drauf. Ich hasse das. Ja, es geht. Ja, genau. Das meinte ich. Also, wir probieren es nochmal. Und wenn das nicht hinhaut, dann wird sich hochgebaut. Den hier war das, ne? So, jetzt probiere ich es mal. Komme ich da drauf? Komme ich aber nicht durch, oder? Nee. Komme ich da so an den Zahn? Oder nicht? Ah. Oh, es hat geklappt. Es hat geklappt, was ein Glück. Dann haben wir den auch. Das heißt, wir haben 9 Stück. Wir haben 9 Stück. Gerade nochmal hier hinten die Ecke abgucken. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Kann ja immer mal sein, dass irgendwo noch Zähne angezeigt werden. Dann würde ich sagen, rennen wir jetzt so schnell wie es geht mal heim. Na, Glitzerkäfer brauchen wir nicht. Dass wir unser Inventar mal wieder leer kriegen. Ja. Verbuddelt sich jetzt. War doch klar. Mistviech. Eine Sache, die wir noch machen könnten. Obwohl ich glaube, das hätte... Nein. Oh, ja. Wow. Blitzerkäfer.
Schaden. Ich muss hier mal kurz weg von denen. Ja, Läuse latschen kaputt, dann können wir auch die anziehen. Ich glaube, wir machen erstmal hier die normalen weg. Lass mal hier ein bisschen. Ja. Dann machen wir doch nicht die normale weg, dann machen wir hier die weg. Dass die hier im Wasser rumflitzen müssen, die Kackviecher. Und noch eine Lilana. Eieieiei, was ist denn hier los? Mit Lebensraub, okay. Hatte ich aber nicht wirklich was gebracht, der Lebensraub. Wir wollten eigentlich heimgehen. Was drin? Nee, ne? Doch. Eieieiei. Also diesmal ist Inventar voll. Und das auch noch mit wertvollen Sachen. Das, ich... Haben wir das Würzige? Ich glaube, das Würzige haben wir schon. Ach, Mann. Ja, komm, dann naschen wir ein bisschen was. Hä? Can't waste food. Hä? Can't waste food. Doppelklick drauf und zwei Stück sind weg. Also, stellenweise habe ich keinen Plan, was hier im Spiel abgeht. Es wäre mal wieder an der Reihe, hier den einen oder anderen Patch drüber laufen zu lassen. Wird mal wieder Zeit. So, jetzt lassen wir uns aber nicht mehr ablenken, außer wenn irgendwo noch ein Zahn ist. Ich glaube, hier müssten wir jetzt soweit alles haben. Ich denke mal, bei den Wespen könnte noch was sein. Und vielleicht noch in der Larvenhöhle. Also hier in der Brutzellarvenhöhle-Dingens, ne? Aber dann müsste uns der Zahn eigentlich hier auch schon angezeigt werden. Weil hier ist jetzt der Eingang. Vorne. Wir könnten mal grob drüber laufen. Ah, wir wollen eigentlich heim. Wir wollen heim. Nach Hause. Ja, aber hier wird mir kein Zahn mehr angezeigt. Ne, weit und breit nichts. Also denke ich mal, wird hier auch keiner drin sein. Oh shit, da wird mir doch einer angezeigt. Jetzt ist die Frage, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich muss mal kurz von den Ameisen weg. So, jetzt machen wir Trick 17. Wir nehmen den jetzt mal raus, machen den rein. Ja, wir machen Gift raus. Und den. Das dürften die Ameisen mich eigentlich nicht mehr, doch ich glaube die trotzdem noch. Das Viecher. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist der Zahn. Hier nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Ja, ich glaube, der ist unten in der Larvenhöhle. Ja, wir gehen jetzt aber erst heim, das bringt nichts. Das bringt rein gar nichts. Weil da unten ist wieder so viel Zeug, was wir dann looten können. Also, erster Step heim. Zweiter Step zur Larvenhöhle, da noch den Zahn rausholen. Dann könnten wir unsere 10 Zähne haben. Wir haben schon wieder gut was abgebaut. Punkte, okay. Ja, das geht. Oh Mann. In der Larvenhöhle. Da, wo ich so ungern eigentlich drin rummache. Weil die richtig kacke ist.
Naja gut, ja, dann gehen wir jetzt erstmal zum Burgle, gebe die zwei Chips ab. Gucken mal, ob wir noch das ein oder andere klein machen können, weil ich glaube, wir hatten hier noch genau. Der kann weg. Hm. Gibt's wieder Platz? Also wirklich Platz gibt's ja auch nicht. So, komm, einmal. Burgle. It is nice to see. How can I help you? Ah, more headed over. Always happy to. How can I help you today? Ach, es war nur der Stumpf. Ah ne, er hat beide gleichzeitig abgegeben. Okay. Wollen wir ja nicht meckern. So, den müssen wir jetzt tauschen. Weg damit. So, dann hier nochmal reingucken. Also mindestens 16 Stück bräuchten wir noch. Mindestens. Also was heißt, ja, 12 meine ich. Nicht 16, 12 Stück müssten wir noch finden. Weil wie gesagt, der Hunger-Durst-Abzug, der ist mir nicht so wichtig. Aber Heilung ist ganz gut oder eher ganz wichtig. Die Ausdauer ist mir wichtig und die Gesundheit auch. Hätte man nur mal eher dran denken müssen, da hätte man schon die ersten 3 Zähne irgendwo anders reinballern können. Also das werde ich auch die nächsten Dimensionen gar nicht mehr hochleveln. Das macht in meinen Augen wenig Sinn. Okay, dann können wir eigentlich wieder zurück. Dann einmal nach Hause. Ja. Ach, ist auch so doof. Da kommt man, manchmal kommt man hoch, manchmal auch nicht. Und dann können wir mal gucken, ob wir die ein oder andere Waffe vielleicht noch ein bisschen hochleveln können. Aber wir werden auch nicht viele Fusionskristalle rauskriegen. Aber bei den Fusionskristallen könnten wir auch mal gucken, was da das Duplizieren kostet. Bestimmt so 5000 Punkte. Ich weiß es nicht. Muss man da mal gucken. Müsste ich mal einen machen und mal gucken, ob wir die duplizieren können. Hab ich auch noch nie geguckt. Nur ich frage mich, wo sollen dann noch die 15 Zähne sein? Also es sind ja noch mehr. Es sind ja noch knapp 25, würde ich fast sagen. Aber wo sollen die denn noch sein? Gut, wir könnten noch mal in Schloss Moldorg rein. Dann hatte ich gesagt, den Teich könnte man nochmal gucken. Bei den Wespen könnte man nochmal gucken. Termiten waren wir schon. Ich wüsste halt nicht, wo sonst der Kram sein soll. Na gut, wir gehen erstmal pennen. Amulett. Dieses Amulett noch weg. Ja, hatte man schon dreimal mittlerweile. Aber wir haben das Saure noch gar nicht und das Salzige haben wir auch noch nicht. Also es fehlen doch noch ein paar. So, jetzt will ich aber hier unten mal ein bisschen Ordnung wieder machen. Die machen wir dahin und dafür wieder die Armbrust hier hin. Die müssen wir reparieren. Dann können wir die nämlich auch wieder anziehen. Ansonsten sieht ganz gut aus. Pilze, ja. Können wir gleich durchfeuern.
zack, wieder 100 Stück. So, das heißt, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wir gucken gleich nochmal nach den Waffen. Oh, die ganzen Hämmer, die nerven ja. Und ich wollte hier nochmal reingucken. Ja, guckt euch das mal an, ey, was wir da mittlerweile zusammen haben schon. Sieht schon gut aus. Das sieht schon ganz gut aus. Nee, wo war der Pilzbrockenbrei-Kram? Da. Stoppt die auch da rein. Jetzt müssen wir mal was essen und trinken. Nein. Eine Laus und... Ich muss Essen farmen gehen. Dann wollte ich hier mal gucken. Ich hatte ja gesagt gehabt, entweder die Axt. Brauchen wir 10 Fusionskristalle. Die ist schon auf 10. Oder den Speer. Da brauchen wir ja im Endeffekt auch einen ganzen Haufen. Dann gucken wir doch mal, ob wir einen herstellen können. Ich brauche eigentlich hier auch noch eine Werkbank, ne? Weil die ist, glaube ich, obwohl, wenn ich mich hier hinstelle, könnte es noch funktionieren. Ja, greift drauf zu. 3 Stück. 3 Fusionskristalle. Dann machen wir das jetzt so, dann gehen wir erstmal zum Burgle und gucken, ob wir die duplizieren können. Und falls ja, was die Dinger kosten. Die werden richtig teuer sein. Am Schluss 20.000 oder sowas. Also die sind definitiv teuer. Ich würde mich jetzt wegschmeißen, wenn sie nur 100 kosten oder 500. Das wäre natürlich... Ja, dann hätte man gleich alle Waffen auf Stufe 15. Aber das glaube ich noch nicht einmal. Wie viel haben wir denn eigentlich? 110.000. 100.000 brauche ich zumindest für ein Teleporter-Set. Aber im Endeffekt, die Punkte haben wir ja schnell zusammen. Dann mal gucken. Vielleicht machen wir uns mal 3 Fusionskristalle und einen in die Kiste. Gehen wir mal gucken, wenn es überhaupt geht. Und je nachdem, was es kostet, ne? 20.000. Okay, wir duplizieren den jetzt noch nicht. Aber ich mach mal einen hier in die Kiste, dass der safe ist. Aber 20.000 ist doch schon ein bisschen heftig. Weil, wenn man bedenkt, man braucht 20 Stück pro Waffe. So, zack, auch da dazu. Ach, guck mal, den haben wir auch hier drin. Wir haben Federn hier drin. Was kosten die Federn zum Duplizieren? Habe ich auch noch nicht geguckt. Das wäre auch nochmal... Ey, warte mal, das muss ich gucken. Das muss ich mir mal kurz noch angucken. Weil hätte ich mir das mit dem Dach sparen können. Was kosten die? 500. 500. 10 sind 5.000. 20 sind 10.000. Ach, doch. 10.000, 20 Federn, das rentiert sich eigentlich nicht. Das rentiert sich überhaupt nicht. Ja, wir schmeißen sie mal mit hier in die Kiste, warum nicht? Haben wir eine safe. So, jetzt können wir erstmal heim. Die Fusionskristalle wegräumen. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr von dem Gelee. Bau, das heißt, kämpfen, 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 kämpfen. Na, ist halt die Frage, ist es einfacher, alles zusammen zu farmen und zu kämpfen, oder ist es einfacher, 20.000 pro Fusionskristall zusammenzukriegen? Ist halt auch wieder die Frage. Weil die Fusionskristalle kann ich im Endeffekt ja auch nur machen, wenn ich einmal das normale Gelee habe und wenn ich dann das andere Gelee da habe. Das heißt, da brauche ich dann immer entweder Waffeln oder von den Hütchen. Wundert mich auch, dass wir noch keine Hütchen hatten.
Da haben sie doch auch was geändert, weil die hatte ich auch schon in der ersten Dimension. Also zumindest in meinen vorigen Spielständen. Hm. Na, vielleicht haben sie da echt was geändert. Man weiß es nicht. So, haben wir nicht eine Kiste für Fusionskristalle? Hatte ich doch bestimmt irgendwas da mit rein. Okay. Kommt da mit drin. Schade. Ich hätte gern die Waffen ein bisschen hochgelevelt. Wird aber so nix. So, das heißt... Oh, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich habe noch keinen Plan, was wir machen. Irgendwas werden wir auf jeden Fall machen. Mal gucken. Perfekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Also, bis denn und tschüss.